Ich will nicht mehr. Ich will das nicht. Ich dachte, wir müssten jetzt mit. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich will einfach würfeln. Na, eins, super, hey. Wie random einfach. Bus wäre jetzt wenigstens noch sinnvoll gewesen. Aber nein, Brush gleich Pinsel. Oh, wir. Sogar Rush Hour wäre noch sinnvoller gewesen. So. Jetzt eine 6 oder eine 3. Na, jetzt habe ich mehr Zeit, mich darüber aufzuregen. So ein Kladderadatsch. Was ist das denn hier schon wieder für ein Blödsinn? Pi, nee, Kaffee. Erstmal eine Kaffee. Jetzt habe ich auch schon die Stimme von dem vergessen. Vor lauter Frustration. Gute Idee. Ich werde eine kleine Pause in einem Straßencafé machen. Und jetzt? Eine 2. Nein, nein, ich bin noch nicht in Eile. No. Du bist in Eile, weil ich in Eile bin. Wir haben viel zu viel Zeit hier verplempert. Jetzt trink den Kaffee aus. Guck mal, hier kommen schon ganz viele Leute, die auch Kaffee trinken wollen. Eine 6. Nein, nein, ich bin nicht in Eile. Noch ein Kaffee, bitte. Du bist in Eile, du Schleuter Hannes. Können wir hier nicht Drink bilden oder was? Jetzt trink deinen Kaffee. Noch eine 6. Nein, nein, ich bin noch nicht in Eile. Noch einen Kaffee. Ich lasse den jetzt so viel Kaffee trinken, dass der ganz schnell aufs Klo muss. Und wie das in Straßencafés so üblich ist, gibt's da gar kein Klo? Nein, nein, noch ein Kaffee, bitte. Moment, gibt's nicht auch 6? Da geht mir der Hut hoch. Okay, während die Kaffeetasse hochgehoben wird, können wir auch nichts machen. Pusup. Eine Suppe wäre jetzt auch cool. Suppe. Jetzt trink deinen schäbigen Kaffee aus. Nein, nein, noch ein Kaffee. Nein, nein, noch ein Kaffee, noch ein Kaffee. Kann hier nicht mehr die Feuerwehr rauskommen oder die Polizei? Hey, was ist das in meiner Tasse? Aber ich saß wohl zu lange in diesem Café. Ich muss nun weiter. Pass auf, jetzt kommt eh eine 1. Jetzt doch mal dieser Spezialwürfel kommen. So, passt. Nein, ich darf nicht 5 Schritte weitergehen. Ich muss jetzt eine 2 würfeln. So, jetzt geht's aber. Jetzt
sind wir da. Ja, hier sind wir richtig. Und was nun? Es ist niemand hier. Anscheinend habe ich mich geirrt. Und die Tauben. Sie fliegen da. Guten Tag. Bitte verzeihen Sie die seltsame Einladung. Aber ich bin ein Charakter aus einer ganz anderen Geschichte. Also vermeide ich das Rampenlicht und möchte bei Gott nicht auffallen. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich wollte mich mit Ihnen treffen, da ich beauftragt wurde, Sie zu informieren. Ich glaube, ich gebe dir mal so eine jüdische Stimme. Sie zu informieren, dass Sie eingeladen wurden, in Castlock Corp zu arbeiten. In Amerika! Ist das jetzt hier, ist das nicht hier, ist das jetzt hier Josef Roth das Spiel? Ich dachte, das wäre Franz Kafka das Spiel. Moment, ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Was soll das heißen? Ich höre zum ersten Mal von irgendeinem Castlock. Die Firma weiß bereits von Ihren finanziellen Schwierigkeiten und von Ihren Verlobten, Ihrer Verlobten, Castlock Corp. wird all ihre Probleme lösen. Das ist alles vollkommen lächerlich. Ich gehe wieder. Auf Wiedersehen. Keine Sorge, es wurde bereits alles für Sie entschieden. Sie können nicht ablehnen. Das ist Ihr Prozess, K. Tschüss! Sie wurden geblitzdingst. Und der Hund? Ich liebe das Spiel. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Franz Kafka, The Video Game. Ja, es gab nochmal eine kurze Unterbrechung der Aufnahme, weil nach mir verlangt wurde. Jetzt geht's aber los. Wir wurden gerade geblitzdingst von dem Kosmonauten und jetzt sind wir wieder in einem Traum, wie ich glaube. Wie bin ich hierher gekommen? Ich habe das seltsame Gefühl, dass ich hypnotisiert wurde. Ich muss die Probleme meines Unbewusstseins lösen. Ist es nicht eher das Unterbewusstsein? Egal, damit ich aufwachen kann. So, wir sind hier im Ersten Weltkrieg. Das hier hinten ist, wie man sieht, König Wilhelm II. Von Preußen. Ich glaube, wir zünden erstmal die Kanone. So. Diese seltsame mechanische Kanone ist nicht geladen. Ich muss die Munition finden. Na, so eins... Natürlich, es hätte ja auch einfach sein können. Vier Symbole, Dreieck, so ein, sieht aus wie so ein Marlboro Zigarettenpackung Dings, ein Kreis, ein Quadrat, ein X, ein Dreieck. Das Marlboro-Zeichen. Und ich nehme an, das ist hier alles das Gleiche.
Ja, das ist gewiss die Lösung. Die mechanische Kanone. Ja, ich musste tatsächlich auch erst jetzt mal auf das Spiel klarkommen, so ein bisschen. Das hat ein paar Wochen gedauert. Ja, ich versuche hier irgendwie Sachen wiederzufinden. Hier das X, das findet man ja hier. Der Kreis, das könnte das Auge sein. Hier dieses Dreieck. Gibt's ja auch. Hier, das sind diese Spitzen von dem Monster. Vielleicht Kreis, Kanonenkugel. Nach X. Schießen. So. Hilfe. Ich versuche jetzt hier auch mal ein paar Sachen noch mehr anzuklicken. Das habe ich ja gelernt seit diesem blöden Pinselrätsel da. Also wirklich. Wie kann man denn auf sowas kommen? Also. Aber ich habe so die Befürchtung, das K können wir auch nicht anklicken. Ich habe ja so die Befürchtung, dass wir nur die Sachen hier anklicken können. Aber das ist doch gar nicht schlecht. Kanonenkugel. Oder vielleicht über die X'e. Zum Zahnmonster. Zum Zahnmonster. Einschlagen. Nicht wirklich. Oder können wir dieses... Oder vielleicht, jetzt mal ganz banal, vielleicht einfach nur Kanonenkugeln. Sieht das aus wie ganz viele Augen? Einfach nur Kanonenkugeln, das kann ja sein. Das wäre auch zu einfach gewesen. Wir müssen eine Kombination finden. Hier sehe ich auch noch so ganz viel X'e, aber ich glaube, das sind einfach Schrammen oder sowas. Auf der Kanone gibt es die auch. Eine Kombination. Nur X'e? Xoxo vielleicht? Die Szene hier kam im Trailer auch vor.
Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, was für eine Munition, Quatsch, was die Kombination für die Munition ist. Das ist schwierig. Ich meine, das habe ich ja auch nicht erwartet. Hey, haben wir vielleicht in seiner Uniform irgendwas? Nein! Die Munition. Ich klicke und klicke, aber... Monsterauge, die Stacheln. Nein! Nicht! Ich muss hier vorher mal gucken. Ich will mir nicht eigentlich nicht schon wieder eine Lösung holen, also eine Hilfe. Obwohl das ja auch eigentlich nicht garantiert ist, dass man davon weiterkommt. Ach komm. A. M. O. Also das A ist das Dreieck hier. Das M ist das hier. Das O ist der Kreis. Das ist ein X. Das ist ein A. Das ist ein M. Das ist ein O. Das ist... ein X. Also vielleicht A. M. O. Amox. Müssen wir dann ein Wort finden? Am. Amoa. Oma. Amom. Moma. Mama. Mama, vielleicht muss Mama helfen. Amo. Ammo-Kasten. Amox. Ich mach nochmal das X. Das sind jetzt alle Buchstaben, die wir haben. Das ist ein A. Aber wie soll man denn darauf kommen, dass das hier ein A ist? Wer kommt denn auf sowas? Amox. Moxa. Ma. Mao. Mama. Mama, Mutterschaftskomplex. Sigmund Freud.
Wenn das jetzt richtig gewesen wäre. Hint 1. Warum wird hier mir eigentlich... warum wird mir hier eigentlich Hint 1 nur das A gegeben? Und Hint 2 ist ein M und O. Weißt du, was ich jetzt gerade mal mache? Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber... ich stelle es auf Chinesisch. Weil wir anscheinend irgendein Wort finden müssen. Denke ich, vielleicht hilft uns es da, das auf Englisch zu schalten. Ich probiere das jetzt mal. Also ich bin sichtlich verzweifelt. How did I get here? I have such a feeling that I've been hypnotized. I have to sort out the problems of my unconscious so I can wake up. So. Was sagt er denn hier? This strange mechanical gun isn't loaded. I have to find the ammo. Jesus Christus, wie soll man denn darauf kommen, dass... gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Ah. Also ich wäre nicht drauf gekommen. A-M-M. Na sowas, na sowas. Ammo. Ammunition. Wie soll man denn darauf kommen, wenn man das Wort noch nie gehört hat? So. This is so absurd. Das wird der Titel meiner zweiten Folge. Moment. Ich habe so das Talent, mich immer an die unmöglichsten Sachen, in die unmöglichsten Positionen hinzusetzen. So. Oh! Your ticket, please. Deine Karte, bitte. What? Was?